yes, son, turn up the sound. Hallo liebe Kampfsportfreunde und herzlich willkommen bei nächste Folge MMA ohne Maske Podcast hier auf YouTube. Und wie ihr schon seht, heute mein Gast, der gebürtige Brasilianer aus München, Michael Degaschek. Michael, grüß dich. Hey, grüß dich. Wie geht's? Alles gut? Mir geht es gut. Erzähl mal du, wie geht es dir? Du siehst schön gebräunt. Bist du in Urlaub? Ja. Ich bereite mich vor, indem ich nur Urlaub mache. Nur Strand liege, nichts mache. nee, ich bin das in hört sich gut Spanien. an. Ich bin in Spanien, im Allstars Spain, hier beim Riesa. Und bin so dunkel gebräunt, weil wir die ganzen Tage eigentlich draußen trainieren, wie Verrückte. Also unter der Sonne bei 40 Grad. Das ist krank, dass halb stirbst, weil die Sonne immer auf dich drauf scheint. Deswegen bin ich so dunkel, nicht wegen am Strand oder sowas. Richtig krass. Also du befindest dich gerade mal in Spanien, Torrevieja. Ne? Also Allstars Genau. Gym hat da, glaube ich, vor 2, 3 Jahren ein neues Gym auch eröffnet. Und da bist du jetzt, da machst du quasi deine Vorbereitung für den nächsten Kampf. Vor ganz genau einem Jahr ist das Gym eröffnet worden. Ein Jahr, okay, gut. Bei mir läuft der Zeit ein bisschen schneller, habe ich das Gefühl manchmal. Wie läuft der Trainingscamp da unten in Spanien? Ja, wie gesagt, ich mag die Lügerei nicht. Der Camp läuft super, aber ich habe mich gleich nach einer Woche wirklich verletzt und wieder gesagt hat, ey, ich kämpfe nicht. Aber es gibt für mich kein Ding, dass ich da absage, weil ich habe schon mal abgesagt wegen der Entzündung. Also wenn ich mir nichts breche, toi, 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 dass es nicht passiert oder nicht Zähne, komplett was die reiße, verbrennen nicht. dann wird nicht abgesagt. Sonst läuft es gut, also Training läuft perfekt, ich lerne sehr viel, ich bin Ausdauer, was es angeht, glaube ich, auf einem sehr, sehr hohen Level, da muss ich wirklich gut einstellen, ausdauertechnisch, weil da bin ich wirklich sehr, sehr, sehr stark gerade. Krafttechnisch bin ich Ihnen auch überlegen, obwohl ich von 61 auf 66 hochgehe. Bin sehr zufällig, dass das Training sehr gut Also war. meinst du hoch noch eine Gewichtsklasse höher, weil man kann dich oft von den Kämpfen in Bantamgewicht bis 61 Kilogramm, jetzt kämpfst du gegen Länger in 66 im Federgewicht. Ist es irgendwo in deinem Kopf einfach irgendwann mal keinen Weightcut zu machen und in, sag ich mal, Leichtgewicht zu kämpfen? Wie gesagt, ich tue ja nur noch Weightcut machen auf 61, wenn ich um den Gürtel kämpfen sollte. Das habe ich auch schon gesagt gehabt, wenn ich um den Gürtel kämpfe, gehe ich auf 61. Da der Jonas das nicht angenommen hat, gehe ich jetzt mal auf 66, probiere ich mich da mal aus. Habe schon meine Ziele im Kopf. Und doch mal gucken, 66, 70. Ich laufe ja rum mit 82, 81. Also ich kann eigentlich 70, 66, 61, alle drei Klassen kann ich. Sogar 77 vielleicht könnte ich kämpfen. Oh, Ich kann krass. alles. Richtig universell auf jeden Fall. Aber ey, es stimmt auch vollkommen, weil man muss bedenken, du hast jetzt der dritte Kampf bei Octagon, den du absolvieren wirst. Ne? Der erste Kampf gegen Rochal, zu dem kommen wir gleich, hast du absolviert quasi Muay Thai-Regeln mit MMA-Handschuhe. Kein MMA-Kampf. Der zweite Kampf war gegen Corey Tite in Frankfurt, Octagon 33. Da war es Bantamgewicht MMA. Und jetzt machst du dritter Kampf bei Octagon, auch MMA-Regeln, aber 66 Kilogramm. Also du bist ein universaler Soldat für Octagon. Ja, ich habe das damals auch bei Brave gemacht. Ich habe bei Brave auf 70 gekämpft, auf 60 gekämpft, auf 61. Jetzt habe ich bei Octagon auf 77 Giga Ruschal. Die haben 75 angegeben, auf 77 war der Kampf. 61 Giga Corey Tate und jetzt 66 Giga Ruschal. Also ich glaube, das, was ich mache, machen wenige. Auch in der UFC macht das fast keiner. So gut wie also ich keiner, kämpfe da die Gewichtsklassen durch. Das interessiert mich da nicht. Das heißt Kämpferherz, auf jeden Fall. Das muss man besitzen. Ja, ich mag das. Eine Frage. Wenn du jetzt in Spanien bist und machst du, ne, dein Trainingscamp, da kümmerst du dich vor allem um dich, weil dein Kampf steht jetzt an. Wer kümmert sich um deine Jungs und dein Gym, den Allstars Gym in München? Muss ich wirklich dem Alberto sehr dankbar sein. Der leitet dieses Muay Thai Training. Da ist bei mir der Darcy, diesen Brasilianer, der war in Abu Dhabi die letzten 4 Jahre, diesen Black Belt. Der hat dort 4 Jahre Jiu-Jitsu trainiert für die ganzen Polizisten, für verschiedene Kampfsportschulen. Der ist jetzt in München bei mir. Und auch meine Schüler mittlerweile, die sind ja schon seit 2 Jahren mit mir.
Ich habe schon Jungs wie der Marc, wie der Miguel, die wohl ja schon kämpfen, die wohl der Rashid, die auch schon international gekämpft haben und die kümmern sich halt dann um die neuen Mitglieder, die wohl vor Ort sind. Also ich habe Gott sei Dank hinter mir ein gutes Team aufgebaut, zuverlässige Jungs und auch Jungs mit viel Erfahrung mittlerweile. Sehr cool, sehr cool. Okay, unterhalten wir uns jetzt über den Kampf gegen Radek Rozsal, denn dieser Kampf ist schon auch, korrigiere mich gerne, ein, zwei Jahre her, weil das war Oktagon 31 in Brno. Der ist im November vorletztes Jahres passiert, ja. Puh, okay, also sind schon knapp 2 Jahre. Also da liege ich Ja. schon mal richtig. Okay, das war Oktagon 31, du versus Rozsal. Kannst du uns mal kurz die Geschichte erzählen, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass der Kampf zustande gekommen ist? Ja, klar, ich war ja mit der Priscilla Sosa vor Ort. Die hätte kämpfen sollen. Die hat ihr Gewicht ja nicht geschafft. Eigentlich bin ich immer mit meinem Auto auf Kämpfe gefahren. Ich habe sie mal zum ersten Mal ein Auto ausgeliehen, als hätte Gott es gewollt. Und dann habe ich damals meine damalige Freundin, was ich hatte, gesagt: Du, wir fahren jetzt sofort nach Hause, wir bleiben nicht hier, weil ich bleibe nicht irgendwo. Geht nicht, die hat kein Gewicht geschafft, wir gehen heim. Und dann sind wir ins Auto gegangen. Als ich im Auto war, sprang das Auto nicht an. Also das Auto ging für 5 Minuten nicht an. In der Zeit kommt eine Nachricht von Marian vom Hard Knock Management: Hey, kennst du jemanden, der wo Bock hätte, morgen zu kämpfen? Und dann habe ich ihn gefragt: Ja, was für ein Gewicht denn? Ja, 77 Kilo gegen Ruschall. Und dann habe ich gesagt: Ja, klar, kenne ich einen. So, wer denn? Ja, ich. Da hat er gesagt: Du bist doch verrückt, du wurdest operiert vor kurzem, du warst im Urlaub. Habe ich gesagt: Ja, ist doch scheißegal, wo ich war, ich habe nichts zu verlieren, schlag mich vor. Und so ist es dazu gekommen, dass sie mich dann vorgeschlagen haben, ich aus dem Auto wieder ausgestiegen bin, sogar vergessen habe, dass das Auto nicht ging, wieder ins Hotel bin, dann mein eigenes Zimmer gekriegt habe und am nächsten Tag stand ich da und habe gegen den Ruschel gekämpft. Wow, also ich muss ehrlich sagen, ich habe die Geschichte schon zum zweiten Mal von dir gehört und ich kriege immer wieder Gänsehaut, weil es geht ja nicht nur darum, aber wenn man sich den Kampf auch anschaut, du sagst, du wurdest operiert, du bist von Urlaub gekommen, du bist auch nicht zum Kämpfen gekommen. Das ist der Nabel Ja. von der OP noch. Du bist auch nicht zum Kämpfen gekommen, ne? Und dann lieferst du so ein kranker Fight ab. Erzähl mal, wie kriegt man sowas hin? Muss man diesen Kampfsport, diesen MMA jeden Tag mitmachen und leben, dass man das hinbekommt? Du, ich glaube, das ist wirklich die ganze Liebe, die ich da reinstecke. Ich maß ja seit ich 17 bin, ja wirklich nur, also mein ganzes Leben dreht sich um Kampfsport eigentlich. Ich mache wirklich das. Tut mir auch meine Freundin voll leid, weil ich mache nur das, das ist wirklich mein ganzes Leben, das dreht sich nur darum, wenn ich spreche, spreche ich nur darüber. Und ich glaube, deswegen ist es auch so gut ausgegangen an dem Tag. Ich konnte auch nach hinten losgehen, ich habe auch andere Veranstaltungen, Kämpfe angenommen, ein, zwei Tage vorbereitet und ist nach hinten losgegangen. Aber irgendwann zahlt sich das, die ganze Fleiß mal aus. Safe, safe. Ey, sehr schöne Worte auf jeden Fall, aber wahre Worte. Wenn man sich den Kampf anschaut, ich habe den mindestens schon 100 Mal gesehen. Die erste Runde ist super stark. Ne? Du arbeitest sehr gut, deine Beinarbeit. Ey, ich dachte, Mann, ey, was geht da ab? Das ist so, weißt du, so diese, ich weiß es nicht, so ein geiler Movement. Ne? Und deine Kombi 1-2 hat so perfekt funktioniert. Denn du hast den Rozsal zweimal zum Boden geschickt in erster Runde und Schon, einmal würde er sogar angezählt. ja. Ja, ich glaube, wenn ich da im Trainingcamp gewesen wäre, wär ausgenockt worden. Also ich habe ihn wirklich zweimal angenockt, ohne Training, ohne Kraft, ohne nichts. Also wirklich mit 3 Monate OP und 1 Monat Urlaub in Brasilien. Ja, wenn ich die Power hatte, die ich jetzt habe, hätte ich ihn angenockt, also hätte ich ihn ausgenockt, glaube ich, in der ersten Runde sogar. Ich will nichts gegen ihn sagen, er hat einen großen Namen da in Tschechien oder in der Slowakei, wo der her ist. Definitiv. Aber ich glaube, er wird zu sehr gehypt, weil also so stark war er in meinen Augen nicht. Okay, krass. Ja, natürlich, das Marketing gehört auch mal dazu. Ne? Einer, der das messen und sagen kann, bist du, weil du standest ihm gegenüber im Käfig. Ich muss bestätigen, in Tschechien und Slowakei ist es ein, sage ich mal, ja, großer Name, was das Stand-up-Disziplinen angeht. Jetzt steigt er mittlerweile auch zum MMA um. Und über die Geschichte kann man uns auch gleich unterhalten, weil der Kreis wird sich heute vielleicht mal auch schließen, denn ich habe das genannt, so, das sind zwei Gangs, die gegeneinander kämpfen werden.
Degas sein Gang und Rochal sein Gang oder halt Lengal. Es ist super interessante Geschichte. Aber du hast den Kampf abgeliefert, das war Brno Octagon 31. Wie war die Atmosphäre? Wie bist du angekommen? Was war dein Gefühl? Ja, das war hammergeil. Ich war nicht in Bremen, es war wirklich in Prag. Nein, gegen Russland war ich in Prag. Entschuldigung, Ich Prag. war in der O2-Arena in Prag. Es war einfach geil, wenn du da rausgehst und da sind halt 25, 30.000 Leute. Wenn du weißt, du hast nichts zu verlieren, weil ich habe ja nichts zu verlieren gehabt. Deswegen, für mich war es pure Freude, pure Glücklichkeit. Und am Ende halt einen coolen Vertrag bei Octagon. Also, Richtig das nice, wünscht sich jeder richtig in nice. Europa. Richtig nice. Wir bleiben bei der Geschichte immer noch, weil du kämpfst jetzt quasi in ein paar Tagen bei Octagon 45 Spezial auf Schwanice in Prag, wo ich auch dabei bin, aber erst Tag später. Es ist das schönste Event des Jahres. Ja, was bedeutet das für dich, dort zu kämpfen? Open Air. Hast du schon mal Open Air überhaupt gekämpft? Ja, ich habe schon Open Air gekämpft. Damals habe ich Muay Thai gekämpft bei Paulo Balicha, Fight of High. Das war 2000 Meter hoch auf den Bergen. Es war hammergeil, aber natürlich jetzt vor wirklich zigtausende Zuschauer wieder bei Octagon, wo auch die Tschechen mich mittlerweile mögen, mich lieben. Einige schreiben mir da. Es ist für mich eine riesige Freude natürlich. Sehr nice. Der Kampf gegen Lengal sollte aber schon in Octagon, bei Octagon 39 in deiner Heimatstadt München stattfinden. Es ist nicht zum Kampf gekommen, weil du dich da auch so, sag ich mal, kurzfristig verletzt hast. Wie bitter war es für dich, nicht vor heimlichem Publikum zu kämpfen? Verletzt habe ich mich dann nicht. Ich habe eine riesige Entzündung gekriegt an meinem Fuß. Durch einen Kater ist Schmutz reingekommen, da habe ich eine Staph-Infection bekommen. War jetzt schade, war ganz München. Ist da tatsächlich wegen mir dahin gegangen. Also ich habe ja, glaube ich, Entschuldigung, der Alex Popek ist auch in München, aber von der Fanbase her habe ich halt in München, sage ich mal, die meisten Fans, den größten Namen sozusagen, sage ich mal, weil mich kennt da ja in München alle, nicht nur wegen Octagon oder wegen Kampfsport, sondern auch so. Ja, es war für mich richtig schade, weil ich hätte mich gefreut, zu Hause zu kämpfen. Ich hätte mich gefreut, du weißt ja, was für einen Stress ich zu der Zeit da gehabt habe. Ich hätte mich gefreut, alles bezahlbar zu machen, nachdem was alles damals passiert ist. War einfach schade, dass es nicht passiert ist. Es gibt immer einen Grund, Gott weiß immer warum, weshalb, deswegen. Mich hat es enttäuscht, weil dann der James eingesprungen ist und dann verloren hat. Obwohl er in meinen Augen, was Striking angeht, die War die erste Runde geführt Überlegende. hat. Er hat die erste Runde in meinen Augen ganz klar geführt gegen Ruschall, gegen Lengal. Und das hat mich danach noch gestärkt, weil ich den Kampf, ich war ja als Trainer vor Ort und da habe ich ein paar Fehler gesehen können und kann auch sehen, dass er nicht bereit ist, wirklich hart auf hart zu gehen. Und es war gut für mich, das mal von einmal zu sehen. Definitiv. Also ich habe da auch mit ihm Interview geführt, quasi nach dem Kampf, ja, in unserer Heimatsprache. Und das ist auch bei YouTube. Man kann sich das gerne anschauen. Da kommen Untertitel unten drunter. Und ich habe ihn mal gefragt: Hey, wie sieht's aus? Der Kampf gegen Michael Degar, wird er zustande kommen? Wann schätzt du das so ein? Er meinte ja damals Verletzung, ne? Also seine Nase ist irgendwie krumm. Er muss zur OP. Michael Degar ťa vlastne vyzval po zápase. Kedy podľa teba by sme mohli tento zápas vidieť zhruba? Já to nechám na Ondrovi Novotným, uvidíme, jak na tom budu. Já chci jít ze spoda, ty divize nahoru a já jenom říkám, že chci další přípravu, chci nabrat trošku svalové hmoty. Půjdu na nějakou kosmetickou úpravu, nemůžu dýchat, potřebuji si srovnat nosánek, pak odletím trénovat do Tajska a já bych chtěl bojovat někdy na konci léta nebo v září a chci... Und wir waren die ganze Zeit in Verbindung, also ich und du, und haben uns die ganze Zeit unterhalten. Wir haben auch Interview, also Livestream gemacht bei Insta. Und da hast du gesagt, hey, ich will ihm kämpfen. Also er geht nicht aus deinem Kopf raus. Und du meintest sowas nach dem Motto, ich würde mich nicht zufriedenstellen, bis ich gegen ihn nicht kämpfe. Und jetzt ist es soweit. Also jetzt haben wir das soweit. In ein paar Tagen kommt der Kampf zustande. Wie hungrig bist du? Ja, also ich glaube, hungrig sehr. Das zeigt, dass ich trotz den Verletzungen, was ich jetzt hatte, die letzten Wochen, weiter trainiere. Keine Sekunde daran denke, aufzuhören oder den Kampf abzusagen. Ich glaube, das zeigt, wie hungrig ich bin. Ich weiß, er muss wirklich, wirklich sein Bestes abliefern an diesem Tag, weil ich werde an diesem Tag wirklich Geschichte bei Octagon schreiben. Das werde ich. Also ich werde dort der erste Typ sein, der wohl dreimal geschafft hat, in drei verschiedenen Gewichtsklassen zu gewinnen. Ich werde dort im Nachhinein auch
Champions herausfordern, andere Gewichtsklassen, weil ich finde, die müssen mehr Respekt auf meinen Namen reintun. Ja, ich habe da Definitiv. wirklich Sachen gemacht, was keiner bis jetzt gemacht hat, aber mein Name wird nicht so sehr respektiert und an dem Tag werde ich den ganzen Respekt holen. Krass. Okay, dann wir bleiben trotzdem noch mal bei Vlado Lenga, weil er hat eine Aussage getätigt, wo du, ne, man kennt schon mittlerweile das Video von Octagon und von dir. Kannst du uns mal kurz was zu der Geschichte erzählen? Wie kam es zustande? Wenn, weil viele spekulieren, ich glaube, ich weiß die Hintergründe, aber du kannst es gerne mal kurz erzählen, wenn du möchtest. Erst einmal, ich habe nicht länger. Ich verstehe nicht, warum er da auf die Idee kommt, dass es kontrovers ist. Weil er hat mir geschrieben, ich habe ihm öfter gesagt, lass uns beide bitte kämpfen, freundschaftlich. Also nicht freundschaftlich, aber nett mit ihm geschrieben. Ja, hat ihm Ausreden gesucht. Ich muss zunehmen, ich muss Kraft trainieren, ich muss dies, ich muss da. Das hat er nicht angenommen. Dann kommt er plötzlich mit dieser Aussage, ich habe kontrovers gegen seinen Freund gewonnen. Meine Antwort darauf ist, wie gesagt, wie ich es gesagt habe, er soll einfach mal die Fresse halten, das ist die Wahrheit. Ja, er soll die Fresse halten. Er soll nicht aus einer Freundperspektive sehen, sondern aus einer unparteiischen Perspektive. Ich habe seinen Freund angenockt zweimal. Ich habe klar eindeutig die erste Runde gewonnen. Ich habe eindeutig die zweite Runde auch gewonnen. Die dritte Runde könnte man vielleicht ihm geben. Ich habe keine Ausdauer gehabt, aber ich bin ja nicht dumm. Ich habe zwei Runden klar gewonnen. Warum soll die dritte Runde versuchen, ihn auszunocken oder versucht oder Richtig. zu auszunocken? Ich habe viel Erfahrung. Fighter IQ gehört dazu. Ja, ich bin ja nicht Banane. Wie gesagt, er soll einfach die Fresse halten, Mann. Wenn ich ihn sehe an dem Tag, wir werden uns einmal beim Face-to-Face in die Augen schauen können. Dann werden wir schauen, wer wegzucken wird, wer wegschauen wird. Und an dem Tag, wenn wir da drin sind, gibt es kein Gelaber mehr. Du weißt ja, wie ich bin, ich quatsche nicht gern rum. So Wir ist werden uns da das. die Fresse einschlagen und dann werden wir schon sehen, ob es kontrovers war. Dann kann er das selber spüren, wie kontrovers es ist. Okay, du hast da auch im Video gesagt, du bietest ihm 500 Euro, wenn er dich zum Boden bringt und da dich finisht, glaube ich. So, glaubst du tatsächlich, könnte sich der Kampf auf dem Boden verlangen? Du, kann man ja alles machen, der MMA. Ich glaube aus der Sicht, weil ich gemerkt habe, wenn es hart auf hart kommt, dann zuckt er zusammen. Ich habe den Kampf gesehen, wo er mit dem gedrehten Ellenbogen gewonnen hat. Gegen Rishabi. Genau, das war nichts Gewolltes, das war halt eine Angstaktion. Er hat sich weggedreht, hat ihn getroffen, hat er schön gemacht. Ich habe den Kampf von Jim live gesehen. Er ist immer wieder weggezuckt, wenn es drauf ankommt, hart zu schlagen. Deswegen hat er den Kampf zum Boden gefrachtet, weil er gemerkt hat, der Jim ist besser wie ein Striking. Aber jetzt haben wir eine Sache: Der Jim hat davor nie gewrestelt, hat davor nie BJJ trainiert. Ich wiederum wrestle sehr, sehr lange. Bin Braungurt seit 2 Jahren im BJJ, also ich mache über 14 Jahre Jiu-Jitsu. Ich bin mir sicher, wenn er mich zu Boden holt, submit ich ihn. Deswegen habe ich das gerne angeboten, wenn er mich überhaupt zu Boden holt. Und wenn er mich zu Boden holt, sind wir halt am Boden, da bin ich auch zu Hause, wo er nicht zu Hause ist. Geisteskrank. Richtig krank, ja. Aber Wow. wie gesagt, ich fühle mich egal, welche Belange er will. Wenn er mit mir boxen will, ich habe sehr viel geboxt, ich habe sehr viel Muay Thai gekämpft. Ich habe viel, viel mehr Wrestling-Erfahrung, viel, viel mehr Jiu-Jitsu-Erfahrung als er. Also ich finde mich wirklich, egal in welchem Bereich er mit mir kämpfen will, fühle mich bereit. Yes, let's go. Ich freue mich schon auf diesen Kampf. Ey, du kannst richtig gute Promo machen für den Kampf, auf jeden Fall. Du kannst es schon jetzt gut verkaufen. Okay, da wir nicht über ihn nur so sprechen, wo siehst du seine Stärken von den Wladimir Lingal? Du, die Stärke ganz eindeutig in sein Striking. Weil, wie gesagt, sein Takedown gegen Jam, das zähle ich nicht. Das kann ich nicht sehen, weil der Jam kann halt den nicht verteidigen. Der weiß nicht, was er macht. Sein Striking, wirklich, kann ich sagen, ist ein gutes Striking, schönes Boxen hat er. Seine Stärke sehe ich vor allem in seinen gedrehten Ellenbogen. Deswegen, wenn er dreht, meine Hand wird immer schön oben sein, er braucht sich keine Sorgen machen, dass meine Hand irgendwie unten ist. Das trainiere ich sehr viel. Also, ich weiß ganz genau, was er gut kann, ich weiß ganz genau, was er vorhat und ich habe die Waffen dagegen anzukämpfen. Die Sache ist, er weiß nicht, komme ich zu striken, komme ich zum Ringen, weil er mir schon gesagt hat, ja, ich habe schon gemerkt, du magst ja zu ringen. Ja, aber er weiß, dass ich auch sehr gerne strike.
dass ich gerne und sehr viel Muay Thai gekämpft habe, sehr viel Boxen gekämpft habe. Definitiv. Du hast Was man auch sieht, wo ich denke. Kämpfe. Bitte? Du hast auch Kämpfe oder einen Kampf sogar in Thailand, ne? Bei Fightrex oder wie heißt das, diese Ich habe in Veranstaltungsreihe? Thailand, im Bangla-Stadion, habe ich gegen einen Muay Thai-Typen den Gürtel gewonnen. Und danach habe ich bei Fairtex im Lumpini-Stadion gegen einen Wrestler aus Iran gekämpft, wo ich nur gewrestelt habe. Also ich habe auf einer Seite nur Muay Thai gekämpft, Striking, und den anderen habe ich MMA, wo ich den Wrestler gewrestelt habe. Also wie Ey, gesagt, ich. das war wieder mal ein kontroverser Fight von dir. Ist es dir überhaupt bewusst? Du weißt, was du in den Kampf gemacht hast, da bei Fate Rex, wie du ihm gezeigt hast, komm, schlag, schlag. Come on, Reza. Come on, brother. You are fighter. Go, 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 go. Ja, aber ich Und glaube, komm, schlag. wir haben viele falsch angesehen. Also ich wollte ihn dadurch nicht irgendwie klein machen. Motivieren, so dass er Er war einen kämpft. Tag vom Kampf. Wir sind da gesessen, wir haben nicht gewusst, wir haben das gleiche Hotel. Also wir sind raus im Taxi, haben gesprochen, haben zusammen gegessen. Und es war sehr, sehr so, wir folgen uns auch beide auf Instagram. War sehr ein höflicher, netter Typ. Und ich habe gemerkt, dass er ausgepowert war, er konnte nicht mehr. Und ich habe versucht, ihn zu motivieren. Ich glaube, ich hätte in der Situation ihn auch mehr verletzen können, den ich Ellenbogen geschlagen. Es war nicht nur Sache, ich wollte ihn nicht wehtun, ich wollte ihn nicht verletzen. Deswegen es war wirklich nur Selbst. von mir aus, dass ich mir ein bisschen mehr pushe, dass er mehr an sich dort rauskommt und nicht aufhört zu kämpfen. Also es war für mich nichts Böses oder Krass. sowas. Krass, krass. Selbst in diesem Punkt, wo der Gegner auf dem Boden liegt, du hast einen Rücken oder du bist in dominanter Position, kannst du ihn smashen, selbst da kannst du dich kontrollieren. Ist, Ja. wie du das jetzt gesagt hast, es ist nicht deine Absicht, denn irgendwie Schaden hinzufügen oder sonstiges, du möchtest nur den Kampf gewinnen, aber halt achtest du trotzdem auf deinen Gegner, wenn er in so einer Position ist, ja? Ja, klar, ich sage mal, die Jungs tun ja auch nebenbei andere Sachen machen, haben Kampfsportschulen, einige gehen noch mal arbeiten. Wäre von meiner Seite doch total verkehrt, wenn ich in da Ellenbogen reinrahme. Vor allem dort dürfte man die Ellenbogen 12 zu 6 schlagen. Boah, Wenn echt? ich dir weiter. Ja, das könnte man mal. Das Ich habe ja sind. Abschluss gemacht, als ich gemerkt habe, er war müde, habe ich die nicht mehr gemacht, weil ich gesehen habe, bei jemand angefangen aufzumachen. Ich sehe das auch halt, und am nächsten Tag kann der arme Junge nicht mehr seine Schule führen, kann nicht mehr sein Geld verdienen. Das ist nicht in der Sache, ne? Ich glaube, Krass. das Also ist viel Erfahrung, was wir mittlerweile haben, auch der Lengal drüben, ich hier oder der in Thailand, dass wir wissen, was wir machen. Also ist nicht einfach so ein dummes draufgeschlagen, sondern wir wissen tatsächlich, was wir machen. krass. Also du hast die Ellbogen 12 zu 6 genannt. Ich glaube, das sind die Ellbogen, wo John Jones seinen einzigen Kampf verloren hat, ne? Wo er disqualifiziert worden ist. Ja, dort dürfte man auch diese Kicks machen. Loslaufen und zum Kopf kicken. Da sieht Boah. man, glaube ich, auch, irgendwann habe ich gezielt, ich habe gekickt, aber ich habe nur am Bauch getroffen. Also die haben uns wirklich kurz vor dem Kampf gesagt, hier ist die 1FC-Regel, ihr könnt kicken und ihr könnt 12 zu 6. Da bin ich, okay, schön. Wow. Ja, Ja. richtig krass. Also das wusste ich zum Beispiel nicht. Ich glaube, das ist auch super informativ, auch für die Zuschauer, die sich das Interview anschauen. Denn wahrscheinlich jede, sage ich mal, Veranstaltungsreihe hat seine Regelwerk, ne, was man darf. Man darf in einer Veranstaltungsreihe ein bisschen mehr ausprobieren, in der anderen ein bisschen weniger. Aber es ist echt, ja, cool. Also Fairtex hat auf jeden Fall wie 1FC 12 zu 6 Regeln, du darfst schlagen, du darfst Superkicks machen und du darfst nicht abkochen. Also die kontrollieren dich echt, auch bei Fairtex, ob du Wasser verloren hast. Also die haben mich sofort nach der Waage, nehmen sie dich mit in so einen Raum, kontrollieren dich, testen dich, ob du dehydriert bist. Ja. Also quasi gleiche Regeln wie 1FC, weil 1FC macht das tatsächlich genauso, ne? Fairtex gehört ja zu 1FC mittlerweile. Deswegen auch diese Lumpini-Veranstaltungen. Ja, auch danach, als ich gekämpft habe, ich hätte auch bei 1FC kämpfen können, aber ich habe denen gesagt, dass ich bei Octagon unter Vertrag bin, daher bleibe ich bei Octagon. Aber ich hätte auch bei 1FC dort kämpfen können. Oh, krass. Was können die Fans am Freitag auf Schweinitzer erwarten in deinem Kampf? Also in meinem Kampf können die, glaube ich, erwarten, dass ich hungrig sein werde, heiß sein werde. Das ist jetzt knapp ein Jahr her, dass ich gekämpft habe. Ein neues Ich mit einer neuen Ecke, mit sehr, sehr, sehr viel Selbstvertrauen, glücklich. Also,
wenn ich glücklich bin, unverletzt bin, dann glaube ich, kann ich in der Welt wirklich auf 61, auf 66 jeden Menschen schlagen. Mittlerweile bin ich sehr glücklich. Unverletzt zwar nicht, aber nicht irgendwas, was mich an den Kampf hindert. Also ich habe schon mit gebrochenen Ellenbogen gekämpft, mit Fingerfletschungen gekämpft. Das habe ich gerade nicht. Also ich konnte mich wirklich auf eine schöne Schlacht einstellen und auf jeden Fall auf einen Sieg auf meiner Seite. Und danach auf ein gutes Statement von mir. Da freuen wir uns schon alle drauf, auf jeden Fall. Du hast mal Ecke angesprochen. Können wir darüber reden, wer eventuell in deiner Ecke stehen wird in Prag? Ja, es wird auf jeden Fall, also bei mir wird der Shenrid Hotidiani, das ist ein langjähriger Freund von mir, der wo sehr, sehr viele Kickboxkämpfe hat, Europameister im Kickboxen war, den muss ich auf jeden Fall in meine Ecke mitnehmen. Dann mein Muay Thai Coach, der Dave, der hat die Motivation, der wird auch in meiner Ecke mit dabei sein. Normalerweise hätte der Reza Mad Dog in meiner Ecke sein sollen, aber aus privaten Gründen, was gestern passiert sind, müssen wir das ändern, also der Röder wird nicht in meiner Ecke sein. Dann wird bei mir der Emil Schaferi in der Ecke Boah, sein. Emil Schaferi kenne ich. Den nehme ich mit aus zwei Gründen. Der hat mir sehr viel geholfen bei der Vorbereitung gerade. Also war wirklich mein Hauptsparringspartner. Also wirklich ein harter Junge. Und ich glaube mal, wenn er die Chance hätte, bei Octagon mal zu kämpfen, wird er dort auch sehr weit kommen. Deswegen, ich will ihn Definitiv. mal gut. Ja, ich will ihn mal gut, dann lernt er dort Leute kennen. Und ich kann meine Dankbarkeit zeigen, weil er mir wirklich sehr viel geholfen hat, Junge. Ja, ist ein sehr fleißiger Junge auf jeden Fall. Ich glaube, er hat. Wo war der? Der war der nicht bei Sayato Sport in Berlin? Er war bei Fayato Sports. Ja. Er ist aber jetzt komplett aus Deutschland ja ausgewandert. Er lebt hier in Trojeviere. Ah. Ist jetzt mittlerweile bei Cage Warriors unter Vertrag. Wow, auch geil. Er da hat auch vor kurzem gekämpft. Aber er ist dafür auch Stimmt. offen. Wenn er zu Octagon geht, wird er natürlich zu Octagon gehen. Ja, das wäre auch nice. Sehr interessanter Name. Junger Sehr Kerl. starke Hände. Sehr gut, sehr interessanter und attraktiver Kampfstil, muss ich mal ehrlich sagen. Ne? Liebe Grüße gehen auf jeden Fall raus. Hoffentlich, ja, warum nicht? Bei Octagon wäre das super. Du hast Gewichtsklassen angesprochen. Ich weiß nicht, ob du langfristige Ziele hast, aber wo möchtest du dich langfristig bewegen? In welche Gewichtsklasse und was für Ziel hast du in der Gewichtsklasse? Ja, eigentlich habe ich nie so auf Gewichtsklassen geachtet. Ich habe ja 61 Kilo gekämpft, 66, 70, 77, im Muay Thai sogar 94. Aber jetzt habe ich Boah, mittlerweile 94, mir, Alter. ich habe in Muay Thai bin ich Europameister geworden auf 94 Kilo. Da habe ich gegen einen Holländer gekämpft und habe den auch geschlagen. Komische Geschichte auch. Ich war dort, ich hätte auf 70 Kilo kämpfen müssen. Dann gab es vor dem Von Kampf, 70 auf 94, alter ja, es Schwede. gab eine Schlägerei vor dem Kampf und da war der Bruder von meinem Gegner mitbeteiligt und der Gegner hat gesagt, ich kämpfe nicht mehr. Ist gegangen. Ich habe in der Zeit Geld gebraucht für einen Anwalt. Dadurch, ich muss kämpfen. Da meinte ja, der Gegner von den anderen ist nicht aufgetaucht, der 94-Kilo-Typ. Ich kämpfe gegen ihn. Die haben gesagt, bist Boah. verrückt. Nein, nein, ich kämpfe, kein Ding. Weil ich das Geld gebraucht habe. Am Ende habe ich ihn auch noch geschlagen. Also ich habe seinen Gürtel und das Geld mit nach Hause genommen. Und hoffentlich noch ein Bonus obendrauf. Nein, leider nicht. Bonus Scheiße. war, dass ich dem Anwalt das Geld gegeben habe und er davon sich was gekauft hat, bestimmt. Aber jetzt habe ich mittlerweile wirklich ein Ziel. Und das Ziel ist, ich will den Octagon-Gürtel haben. Also Gewichtsklasse, ob 61, der mir angeboten wird, an den Abend ein starker Kampf zwischen Magath und Philippe. Lima. Ob er 66 angeboten wird bei Keta und den anderen oder auf 70 Kilo, ich will einen Gürtel haben. Das ist jetzt mein Ziel geworden. Geil, Alter. Hammer. Okay, man muss Ziele haben, die sind auf jeden Fall realistisch. Ich drücke dir die Daumen, denn ich weiß, was in dir steckt. Wie ich das schon mal in meinem Podcast gesagt habe, wenn du unverletzt bist und gutes Trainingscamp hast, ne, und wirklich so du bist im Käfig, müssen sich alle wirklich warm anziehen, weil die wissen nicht, was an die zukommen wird. Also das ist jetzt nicht irgendwie, ich möchte nicht in deinen Arsch stecken oder so, aber wir kennen uns schon mittlerweile auch persönlich und ich schaue mir sehr gerne deine Kämpfe an und genau so ein Kampfstil und genau solche Kämpfe liebe ich. Also ich gönne dir das, vor allem von Danke, ganzem David. Herzen. Definitiv. Nochmal eine Frage zum Magath versus Felipe Lima. Deine Einschätzung, wer wird das Kampf machen? Ist es auch Main Event von deinem Fight Card, wo du kämpfst? Was ist deine Meinung dazu? Ist der Main Event, ja, also ich glaube, dass der Philippe den Kampf gewinnen wird. Ich Ja, glaube, der Team Philippe Felipe. ist der härtere von den zwei, ist technisch
wer wird der Bessere von den zwei. Und ich glaube, im Vorfeld hat der Magath schon verloren, indem er damals die Aussage getätigt hat, es weiß ja kein Mensch außer wir, dass er nicht gegen Philipp oder nicht gegen mich kämpfen wollen würde oder kämpfen würde, sondern nur gegen den, den er schon mal geschlagen hatte. Meinst du, Der hat ah, nochmal der Matzek, das ist bei Matzek, KSW. genau, hat er klipp und klar gesagt, ich kämpfe nur gegen Matzek, nicht gegen diese zwei. Und am Ende hat er auch gegen ihn nur gekämpft. Und ich glaube, wenn du schon so anfängst, dann hast du schon den Krieg im Kopf verloren. Deswegen bin ich mir eigentlich schon sicher, dass der Philippe den Kampf gewinnt. Was sagst du zu einem Trash-Talk, der er betreibt, der Magath? Ja, er will sich halt verkaufen, sage ich mal. Aber ich finde es nicht irgendwie stark, wenn du Champion bist, ein Jahr deinen Titel nicht verteidigst und dann ein Jahr rumquatscht, als wärst du der stärkste Mensch der Welt. Alter, verteidige deinen Titel, hör auf zu quatschen. Stell dich hin, Sachen waren da. Ich habe extra den Flug nach Thailand genommen damals, war ein Jahr in Thailand, um gegen ihn kämpfen zu können. Philipp ist ins Gespräch gekommen, gegen ihn kämpfen zu können. Der ist gegen beide ausgewichen, nur gegen den einen zu kämpfen, der schon mal gekämpft hat und geschlagen hat. Also, ich halte nicht Aber davon, von dieser Laberei und so. Das bin ich nicht. klar, lieber hier im Käfig. Ja, Ne? das ist Da klären keine sich alle Ahnung. Probleme auf jeden Fall. Heutzutage ist leider so, du musst dich verkaufen, du musst dich beleidigen, du siehst das, dass du großes Geld verdienst, große Kämpfe kriegst. Das bin ich. Ich werde niemanden beleidigen, ich werde niemanden dumm anlabern, dass ich mehr Geld kriege, dass ich bessere Kämpfe kriege. Bin ich. Deswegen soll er machen, wie er sich respektiert ist. Nur, wenn er seine Fresse so weit aufmacht, außerhalb vom Käfig auch, das habe ich nicht vergessen damals, dass ich glaube, wenn du weiter außerhalb vom Käfig das aufmachst, hau dir die Fresse rein, das ist auch so. Wenn er jetzt ins Treiben sehr viel Quatsch, gebe ich ihm einen Hacken auch vor dem Kampf. Ja, ich mag das nicht, gefällt mir nicht. Ich bin voll bei dir, definitiv, voll bei dir. Also mir geht auch manchmal seine Gelaber auf die Nerven, denn es ist meiner Meinung nach, es ist nicht etwas, was ich schon nicht gesehen habe, weil alle diese Phrasen, die er benutzt und wie er sie auch benutzt, das muss man uns ehrlich sagen, die kommen von Conor McGregor. Also ne, ich habe das schon mal gehört, ich habe das schon mal gesehen. Scheinbar funktioniert es noch, aber ich glaube tatsächlich, bei Felipe Lima wird das Ganze aufhören, weil es wird meiner Meinung nach sein stärkster Gegner seiner Karriere. Er unterschätzt ihn. Er weiß nicht, was er fähig ist. Und ich glaube, der Felipe trainiert auch in Allstars in Schweden, Er oder? ist ein Allstar in Schweden, ja. Er stärkster Gegner muss gar nicht sein. Er hat gegen Frans Lomba gekämpft, wo ich auch gekämpft habe. Frans Lomba hat ihn ja ganz schnell submitted. Ich kann sagen, ich wurde da richtig beschissen bei Brave, weil Frans Lomba hat dann niemals gegen mich diesen Kampf da gewonnen. Die haben den Kampf ja abgebrochen. Versteht kein Mensch bis jetzt. Deswegen halte ich nichts von, weil ich werde niemals submitted worden von Frans. Das ist auch simpel. Der ist aber PFL mittlerweile im Halbfinale. Deswegen ist auch so also ein sehr, sehr starker Junge. Ich glaube, Franz und Philippe waren die zwei stärksten Gegner, die wohl er bis heute Genau. gekämpft hat. Na gut, dann werden wir mal bald sehen. Ne? Wie gesagt, ein paar Tage sind es zu einer Veranstaltung. Ich freue mich auf jeden Fall auf die Atmosphäre, denn die es noch nicht wissen und vorhaben, sowas Geiles zu erleben, kann ich nur auf Herzen legen. Ich habe immer gesagt, ich gehe einmal. Ne? Ich gehe da einmal. Einmal muss ich das erleben. Und jetzt bin ich gezwungen zu gehen, weil es wird das allerletzte Mal auf diesem Stadion. So hat der Promoter gesagt, es rentiert sich auch nicht mehr irgendwie. Und deshalb gibt es zwei Veranstaltungen, eine am Freitag, andere am Samstag, weil Octagon verabschiedet sich von diesem Tennisstadion. Und ja, jetzt muss ich auf jeden Fall dabei sein. Wenn ihr dabei sein wollt, dann ja, schnappt euch Flixbus, dies, das, bucht euch Tickets. Prag ist wunderschöne Stadt, gutes Essen und ja, auch geiles Bier. Man kann einiges machen. Unternehmen in Prag ist wunderschöne Stadt. Michael Digger supporten. Und Michi, letzte zwei Sachen. Oder letzte Sache. Message an Wladimir Lengel. Nicht viel zu sagen. Ich hoffe, er bleibt gesund bis dahin. Ich hoffe, ich bleibe gesund bis dahin. Ich hoffe, er versucht nicht irgendwie vorm Kampf eine Show abzuziehen, sich wichtig zu machen, weil so habe ich nicht in Erinnerung. Und dann hoffe ich ihm natürlich nicht das Beste. Ich hoffe mir das Beste. Aber ich hoffe, dass er bereit ist, dass wir uns wirklich trächtig die Fresse einschlagen. Das war's eigentlich. Super.
Vielleicht bin ich ihm zu wünschen, dass er und ich beide unverletzt da rauskommen. Das ist das Einzige, was ich ihm zu sagen habe. Geil. Für mich schon jetzt Fight of the Night, definitiv. Ich weiß, was da auf uns zukommen wird. Solche Kämpfe liebe ich. Und ja, ich danke dir auf jeden Fall für das Interview. Wir brauchen da keine abschließenden Worte, weil das war das beste abschließende Wort, das man haben könnte. Wir freuen uns auf jeden Fall auf Schwanice. Wir freuen uns auf deinen Kampf. Und ja, danke auf jeden Fall für das Interview, dass es mal geklappt hat. Und sage ich mal, bis zum nächsten Mal. Ja, ich danke dir, ich danke euch allen. Viel Erfolg. Ciao, ciao. Dankeschön. Ciao, ciao.